diesen Puppis. Ich bin eure Jurassica Park, aber wieder live aus Berlin. Heute ist Donnerstag. Heute ist Nutten gucken. Und ich befinde mich gerade im Auto mit dem Klausi, der fährt mich. Wir fahren jetzt ins Rauschgold zum Nutten gucken. Und ich habe gedacht, heute mache ich mal ein bisschen mehr als nur eine Nuttennachlese, sondern ich mache drumherum noch so ein kleines Follow Me Around, damit ihr auch mal seht, wie halt das Nutten gucken so aussieht vor der Bühne. Das wird richtig aufregend. Heute ist ganz, ganz süßes Wetter. Hat die letzten Tage ja wieder ganz, ganz süß geschneit auch. Ich meine, wir haben Ende März und jetzt regnet es ganz süß. Und es sind so 2 Grad. Es ist ganz angenehm draußen. Also gerade wenn man in Feinstrumpfhosen durch die Gegend läuft, ist das ein super süßes Wetter. Unglaublichen Büchern ist das. Wir haben, man mag es kaum glauben, wir haben Tatsache direkt vorm Rauschgold einen Parkplatz gefunden. Das ist wirklich sehr selten. So beschissen stehen, wie ich jetzt bin. Nö, ja, so steht sogar nicht beschissen. So, dann, das ist ja großartig. Und Bianca ist die unheimlich charmante Tresenkraft. Die ist auch schon da. Wir sind nämlich wahnsinnig früh heute. Und wir haben schon befürchtet, dass vielleicht noch gar keiner da ist vom Tresenpersonal. Aber es ist schon jemand da. Ach, Schuhe nicht vergessen. Ah. Warte mal. So. Ah. So, guck mal da. Da ist das Rauschgold. Klausi schließt noch ab. Ich gehe schon mal vor. So, passt mal auf hier. Und die Sally Morell, die hat hier schon dekoriert. Frohe Ostern. Und da, wo dieser Rahmen ist, dieser leere Blumenrahmen, da kommt bald ein Bild rein von mir und den Golden Girls. Das haben wir geshootet. Warte, du musst erst mal klopfen kurz. Wir spielen nämlich in einer Woche meine große Golden Girls Show, halt die Clapper Rose 2. Hallo Bianca! Hallo Mutter. Hallo. Tag. Hallo. So, hier seht ihr jetzt alles. Hier sind reservierte Plätze, weil man musste mich bei meiner Show natürlich Plätze vorreservieren, das ist ja klar. Das ist eigentlich immer ausverkauft. Oh, hallo. Der spielt auch mit in meiner Golden Girls Show. Hallo. Hallo. Das ist der Tom. Der, aber ich verrate euch noch nicht, was der macht. Und da ist die Gitti, die frisst. Eine fressende Gitti. Ja. Hallo. Siehst du einfach wieder einen Mustachebart? Ja, ich habe heute wieder Mustachelippen. Und das ist die Herrin, das ist die Besitzerin. Hallo. Hallo. Tag. So. Oh. Und jetzt guckt mal hier, das ist neu. Da sind wir. Überall hat Sally ausdrucken lassen. Das sind, der ganze Ausstand ist voll mit Golden Girls. Das ist toll hier. Und jetzt ziehe ich mich erstmal aus. Das ist mein Stuhl. Da sitze ich dann immer drauf und moderiere. Und jetzt werde ich aber erstmal kurz nach hinten gehen. Moment. So, jetzt nehme ich euch mal mit. Oh. So, hier geht's zum Backstage. Den Gang kennt ihr ja schon aus dem Vorspann. Hier ist der rumpelige Fummelkammer. Ist alles ein bisschen rumpelig. Und hier ist jetzt der Backstage. Hier zeichne ich immer meine Nuttennachlese auf. Ach, ist das süß. Ach, hier riecht es auch schon wieder ganz stark nach Travestie. So, Bianca öffnet jetzt die Tür. Ein paar Leute warten draußen. Die haben sich im Regen schon draußen hingestellt. Ach nee, sogar ein paar mehr. Oh ja. Also, wir haben es jetzt 7:50. Das bedeutet, dass wir bald beginnen. Die Leinwand läuft schon, der Beamer läuft schon, da läuft gerade noch Galileo. Und gleich bekomme ich von Markus, meinem Techniker, der ist jetzt gerade gekommen, da bekomme ich jetzt gleich mein Mikrofon. Das heißt, ich habe dann auch eine Stimme. 1, 2. Wir haben aber noch 10 Minuten Zeit, 25 Minuten Zeit noch. Findet in Ruhe eure Plätze. Ich bin ja heute sehr freudig erregt, denn heute ist eigentlich mal eine Folge, wo man nicht nur irgendwelche minderjährigen Nutten sieht, sondern man sieht heute auch Männer. Denn heute ist das Male Shooting. So, Fifi ist langweilig, deshalb fangen wir jetzt einfach mal an. Ich weiß nicht, warum hier so ein Fuchsding liegt. Ich möchte auch jetzt keine tierschützenden Kommentare unter diesem Video hören. Gitti, wir haben heute unser Male Shoot. Male Shoot und wir haben einen nackten Mann.
beim Shooting. Also der wird irgendwie so 1,65 ist der. Also hat schon einen schönen Body, halt so ein weichgespülter Ken halt auch, ja. Sehr große Mappes. Naja, also ein trainiertes Stutending, wahrscheinlich stark schwul, deshalb... passiert unten gar nichts. Ja, genau, das hat er deshalb können. Und die Nutten sind halt alle, Claudia mit K, die war natürlich, die hat gleich gesagt, sie hat noch nie, sie möchte gerne ungerne fremde Lulus anfassen. Genau. Und dann hat sie sein Lulu gesehen, da musste sie erstmal lachen. Anfassen. Und so, und das war es eigentlich schon. Wir sind schon in der ersten Werbepause jetzt. Das geht noch weiter. Ja, wahnsinnig toll. So, du hast übrigens immer noch wahnsinnig schöne Mustache-Laps. Und wir sind jetzt die neue Farbe. Das ist die neue Farbe. Flotz. Bin mich dabei wahnsinnig süß anzusehen. Und wir sind jetzt gleich wieder vorne. Und ich nehme euch gleich mal mit an den Tresen. Bring mir mal einen Schnaps mit. Und Schnaps? Gleich mit an den Tresen passen. Oh, jetzt ist mittlerweile schon voll geworden. Ordentlich was los. Ich gehe mal vorne an den Tresen. Meine Güte. Da ist der Markus, mein Techniker. Da ist die Pen Am, meine Kreativdirektorin. Und hier sind wir. Guten Tag. Guten Tag. So, und da ist die Bianca. Die Bianca, die macht Getränke. So, wir sind schon wieder in der zweiten Werbepause. Gitti, das kann doch nicht wahr sein. Ja. Also ich habe das Gefühl, das ist gerade mehr Werbung als Sendung. Mach mal die Tür zu. Da war dann hier diese, die aussieht wie Micha aus Lönneberger, die mit diesen blonden Flusen haben. Die hat ja dann so eine lange, so eine Nuttenperücke bekommen. Zoe. So eine ganz, ganz, Zoe. Eine ganz, ganz lange blonde Nuttenperücke. Die sah wahnsinnig billig aus wie Dolly Parton in ihren schlimmsten Nuttentagen in den 70ern. So sah die aus. Und die hat geweint. Am Set hat sie geweint, weil die Praktikanten aus Versehen die Zwiebeln so früh aufgeschnitten haben. Ach so, das wird wahrscheinlich sein. Und dann irgendwann haben sie aber dann die Perücke abgenommen, den Dutt abgenommen und dann hat sie irgendwie noch versucht abzuliefern, bla bla bla. Dann hat sie noch so ein bisschen abgeblowt, aber es hat auch nichts mehr gebracht und dann haben sie einfach gesagt, geh einfach. Geh einfach. Und dann hatten wir auch den Shootout, heißt das so? Shootout, genau. Zwischen Jennifer und Gerda. Ach, toll, dass du die Namen weißt. Jennifer, beide sahen gleich aus. Ja, Jennifer ist die, die keiner kennt, wo wir mal denken, das ist die Statistin, die jedes Mal frisch reinkommt. Und Gerda ist die Scheißkuh. Ist die nuttig-sexuelle, die jetzt braunhaarig ist, genau. Ja, genau. Und die sahen, waren beide auch gleich gestylt mit so langen braunen Haaren hier so vorne. Genau, und dann so hatten sie so einen Single-Ladies-Beyoncé-Body genau, an. Und dann hier die Jennifer war gut, da war halt mega begeistert, weil die hat so viel angeboten. Die hat schöne Füße, schönes Gesicht, schöne Haare, schöne Brust, schöne Hüften, schöne Beine, schönes alles. Sogar schöne Zähne hat sie gemacht. Und die Gerda, die hat total abgelost. Dann war sie zu süß und dann hat sie irgendwie dann mit ihrem Fuß und dann hieß so, bist du Cinderella oder was? Das sieht ja voll scheiße aus, du langweilst mich. Ja, ja. Also, man muss ja sagen, der Fotograf ist ja so die Diva von dem Herrn. Wahnsinnig zickig. Wahnsinnig. Wahnsinn, das ist so eine zickige Spulette. Ja. Mustache. Lips. Demnächst auf Otto.de. Wir sind jetzt gerade in der vierten Werbepause. Das Nacktshooting war vorbei jetzt, glaube ich. Das war auch dann langweilig. So, dann waren wir dann Deichmann. Deichmann war dann jetzt großer Werbekunde mit zwei ganz, ganz spießigen Deichmann-Deutschen. Und zwar ein ganz spießiger alter Mann und eine Frau, die sah aus wie Maren Kreumann. Und die waren so die Kreativ- und Marketingdirektoren von Deichmann. Ja, wunderbar. Und dann gab es noch ein wahnsinnig stark produziertes Produktplatzierungsplacement. Und zwar mit so einem Fitness-Typen. Ach so, die Mädchen, die nämlich nicht bei Deichmann waren, die übrig gebliebenen, die mussten heute nämlich Sport machen. Die mussten zur Sport Strafe. Machen. Auf so einem Dach von so einem Hochhaus. Und dann kam auf einmal so ein riesiger Ochse in so einem Hubschrauber geflogen. Wie so ein Wrestler. Genau. Genau. So. Und der hat die so gedrillt und hat dauernd die Logos gesehen. Es ging irgendwie um so eine Sportmattenherstellermarke oder irgendwie sowas. Cyberrobics. Cyberrobics, genau. Ja. Und das war wahnsinnig. Das war ein riesiger Ochse. So, total durchtätowiert. Wir sind jetzt ein Haufen totes Tier. Wir sind jetzt in der sechsten Werbepause oder siebten, achten Werbepause. Wir sind beim Elimination Ward in einem Gefängnis. Da müssen sie durch so einen Gitterweg laufen. Links und rechts sind Statisten in so Gefängnisdresses. Und die Team Thomas, Team Michael haben entweder orange oder schwarz-weiße Dresses an. Also sehr plakative Gefängnisoutfits. Ja, auf der Tür. So, und da müssen sie laufen. Und Heidi ist dann
den Walk langgelaufen mit Sonnenbrille. Sogar hier an der Seite hat sie so Schutzdinger, damit keine Sonne an die Augen kommt, weil Heidi ist wieder komplett auf Ecstasy. Die war nämlich mit Thomas Hayo wieder im Bergheim. Thomas Hayo hat wieder seine Mütze auf, da wo das Fett hier unten raustrieft. Und wenn man die Mütze abnimmt, dann fliegen hier so Fledermäuse raus. Genau. Und eine ist schon, zwei sind Wacklerettes, ich weiß jetzt nicht welche. Nee, das weiß ich jetzt auch gerade nicht. Und zwar die eine und die andere. Das waren fünf Wacklerettes. Fünf Wacklerettes, das zeugt ja schon von wirklich keiner Qualität in dieser aktuellen Staffel. Und Langeweile bei Heidi. Und wer ist raus? Lena Gerke. Ach, die Kurzhaarige. Nee, Kurzhaarige Anne ist raus. Anne heißt sie. Das war's auch. Mir gibt's eigentlich nichts zu sagen, Schatz, oder? Nee, nicht wirklich. Ich habe jetzt mir, wir haben ja brandheiß recherchiert, die Zoe, die mit der, die Michel die mit der, von mit, Lönnenberg, mit der scheiß Frisur, genau. Ja. Die war ja auch eine Wacklerette, aber da haben wir jetzt recherchiert, die ist in, die kommt aus Österreich. Ja. Und die, ihre beste Freundin, ja, ist die Tochter von Chanel Austria. Und von dem das? Geschäftsführer, Chanel. Chanel? Ach so. Ja, dem Geschäftsführer von Chanel Austria. Und deshalb ist sie nicht rausgeflogen, meinst du? Deshalb wird die sehr lange wahrscheinlich noch drin bleiben, weil die halt einfach so sind. Und Geschangel hinter den Kulissen. Ja, da weiß einfach Heidi, okay, Chanel Austria, Austria, da können wir leider nichts machen. Da können wir nichts machen. Gut, wunderbar, vielen Dank für diese Information. Geht die, ja, nächste Woche gibt es irgendwie eine Misswahl, das sehen wir das aber Das interessiert nicht. Uns genau. Nicht. Deshalb, ihr süßen Mäuse, abonniert meinen Kanal auf YouTube, auf Facebook. Tragt keine echten Pelze, genau. Damit Heidelore nicht weiter leiden muss. Heidelore. Und ihr süßen Mäuse, bis übernächste Woche, da bin ich wieder für euch da. Nächste Woche nicht, weil nächste Woche spiele ich hier im Rauschgold meine Golden Gemilfs Show, Halt die Klappe Rose 2 von Gründonnerswoch bis Ostermontag. Wer also in Berlin wohnt und vorbeikommen möchte, Karten gibt es auf meiner Webseite zu kaufen. Bis dahin, ihr süßen Mäuse. Bye! Bye. Sharing is caring.